Ich sehe schon. Oh, ja, er hat sich wirklich nicht geschminkt. Entenierrippe ungeschminkt. Ein bisschen was an. Ein bisschen Lidschatten hat er schon aufgetan. Oh, jetzt kämpfen wir zu zweit hier. Interessant. Hat sich schon was geändert. So. Mal ordentlich reinhauen. So, Attacke. Verhöhner wird ja auch nicht viel bringen. Der Rufus greift an. Giftspitzen. Nein, noch greift er nicht an. Der Rufus. Und trotzdem. Los, Pflücker. Lucky. Sehr gut. Naja, sehr gut. Sieht anders aus, aber ist okay. Damit kann man kämpfen. So, Stahlflüge würde ich sagen auf Pjondra hier und du mal Antikkraft auf Kleopatra. Und das heißt, zack. Na komm. Giftspitzen. Ich habe beim ersten Mal noch nichts gebracht. Was soll das jetzt bringen? So, Stahlflüge. Zack, sehr gut. Schon im roten Bereich. Ah, alles klar. Antikkraft. So, auch das im roten Bereich. Das haben wir gleich. Haben wir gleich erledigt. So, hier einmal und da noch einmal drauf. Einmal drauf. Und dann haben wir das Giftschock. Okay, hält durch, Rufus. Es hältst du mich. Los, Pflücker. Kleopatra besiegt. Sehr nice. Da war es noch eins. Die Hälfte schon besiegt. Nitroladung macht den Rest. Pjondra besiegt. So, sehr nice. Neues Level für Verkehrung. Tiniel besiegt. Ach, ich hätte es viel besser gefunden, wenn du gegen uns verloren hättest. Hab ich nur als Mitglied von Tiniel versagt und als Arena-Trainer. Wie wär's mit beidem? Du gewinnst 5136 Pokémon-Dollar und gehst siegreich gegen den Arena-Trainer hervor. Pah, mir doch egal, dass du gewonnen hast. Als nächstes kriegst du es mit dem Arena-Leiter zu tun und der hat's mächtig auf den Kasten. Ich mach mir keine Illusion. Jeder weiß doch schon längst, wer wirklich hinter Tiniel steckt. Dass du mich ohne mein Team Schminke erwischt hast, kratzt hier keinen. Bestimmt nicht. So, und jetzt mache ich erstmal die Biege. Nur zur Sicherheit. So, kämpft gegen Giovanni. Der steckt dann wirklich dahinter. Alles klar. Ich würde mal vielleicht kurz mal mein Team heilen. Mal ein bisschen beleben. Wäre nicht schlecht. Auch Prof und Ninjain wollen kämpfen. Wäre nicht falsch, die einzusetzen. Wäre jetzt nicht gut und verkehrt. So. Okay, das muss reichen. Also hier mal kurz speichern. Wäre auch nicht schlecht. Ja, der siebte Ohren, wenn ich richtig gucke. Na dann. Auf in die nächsten Kämpfe. Bitte was? Könnt ihr jetzt mal kurz den Mund halten? Ich rede. Achso, das ist Mary. Oh, Zwergenfürst, hast du mich erschreckt? Tut mir echt leid, aber ich bin so wütend. Ich habe direkt verklickert bekommen, dass Spikefund für mich abgeregiert wurde. Bei Spikefund geht's einfach immer weiter den Bach runter. Und so, und was unternimmt der erinnernde Ness dagegen? Nichts. Er tut, als wäre alles in Butter. Deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team verkleidet, um die Arena Challenger zu sabotieren. Und unser Plan war keine anderen Challenger in die Stadt oder die Arena Station zu lassen. Damit hätte Miss Mary leichtes Spiel gehabt und die Arena Challenge ganz alleine gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ Cup gewesen. Ihre Chancen, den Champ vom Thron zu stoßen, wären damit sowas von gestiegen. Ich fasse es nicht, das ist doch Betrug. Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor. Zwergenfürst, vergiss diesmal an der Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt den Arena-Leiter herausfordern.
Mach es einfach. Steig in den Ring und kämpfe. Kämpfe wie ein Mann. Ich bin schon unterwegs. Auf geht's. Und das hat den Mess. Das ist für unser und nicht Arena Leiter in diesem Game. Ja gut, es kommt jetzt kein Ton aus dem Mikro. Ich glaube, irgendjemand hat ein Mikro ausgestellt. Das... Ja. Endlich kommt mal jemand. Als Arena-Challenger bin ich nicht wirklich zu was zu gebrauchen, musst du wissen. Ich hatte schon Panik, dass mich deshalb keiner herausfordern würde. Ab dank meinen guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor mitgekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion ja nicht, aber so allein zu sein, hat ganz schön in der Seele wehgetan. In diesem Stadion ist Dynamax leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß daran haben. Da hauen sie ab, die Rüppe. Auch eine kleine Ähnlichkeit zum Meisterdetektiv Pikachu-Film. Eine kleine. Dann wollen wir mal. Ich bin der Einleiter von Spikefield und begnadeter Trainer von Unlicht-Pokémon. Dank meiner sensiblen Seite nennt man mich den wehmütigen Netz. Dieses Lied ist für dich, also nur allein für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird gerockt. Spike funkelt. Ness. Einleiter Ness fordert dich heraus. Diesmal ohne. Mit 4 Pokémon und ohne endgültigen, ja, wie soll man es sagen, wie war das, Mega-Entwicklung, die Mega-Entwicklung war Generation 6, mit Rohr von Irokex wirkt, Irokex, ja, da kennt man das richtige Pokémon hier, für Team Yell, ein Mogelhieb, welcher Attacke habe ich jetzt eingesetzt, hoffe ich zurückgeschickt, Aquaknar soll effektiv sein. Na hey gut, versuchen wir es mal. Bringt mal wieder nicht viel. Durchbruch. Oh wei. Na komm, Prof. Aquaknarre. Ja, ein bisschen was können wir schon machen. Bevor wir besiegt werden. Ein klitzekleines bisschen. Und so, der nächste bitte. So wie wir es dann mit Blackie, die hat es doch ganz gut. Der hat es bewiesen, im Kampf gegen die jede Rüpel, dann wirst du auch hier bestimmt auch irgendwas ausrichten können. So, liebe Grüße kannst du ausrichten, von mir, mit Bohrschabel. Zack, sehr gut. Das zeigt Erfolg, Durchbruch. Das ist eine fiese Attacke. Durchbruch ist eine ganz fiese Attacke. Los, Pflücker. Pflück ihn von seinem hohen Baum, auf dem er sitzt, runter. Nur bei Hochsteig kann tief fallen. Neues Level für Nilein. Aromakult. Aromakur. Ja, was bringt's denn? Nix. Dann lass es. So, Calamanero. Weiterkämpfen. Das müsste ein Wasser-Pokémon sein. Ein Wassergift. Und so richtig haben wir Wasser und nicht. Natürlich auch. Mit seiner Fähigkeit Umkehrung mit Calamero. Und ich ordentlich aufmischen. Aha. Ein Bohrschnabel, das bringt doch bestimmt trotzdem was. Schmarotzer. Schmarotzt du nur rum. Das würde nichts helfen. Oh, okay. Ja gut, so schlecht ist er doch nicht. Schmarotzer. Oha, halt durch. Weg hier. Ha, doch nichts. So, dann mal Mordef. Warum nicht? Kann der auch mal kämpfen. Haben wir gleich die Hälfte, na komm, die noch besiegen, dann haben wir die Halbzeit geschafft. Wie wär's mit Feuerball? Versuchen wir's mal. Na komm. Verfehlt? Was? Das gibt's doch gar nicht. Mensch, na komm. Feuerball. Und zack. Mach's alle. Na komm. Sehr gut.
Da waren es nur zwei. Alles klar. Rufus Arrigan 41. Sehr gut. Barrikadax. Weiter kämpfen. Oha. Hier kommt der Star meiner Band. Sein ganz gerührendes Markenzeichen. Barrikadax. So, wie wär's denn mal mit einem kleinen Trinkchen für Mordev? Da hoffe ich, dass er die Runde durchhält, aber ja, ist jetzt mal nötig. Mordev wurde geheilt. Diese Nummer habe ich extra aufgehoben. Das Publikum wird durchdrehen. Next Strike. Ja, so phänomenal war es gar nicht. Nicht wirklich. Na dann, Feuerball. Nochmal, versuchen wir's. App-Blocker. App-Blocker. nicht App-Blocker. Das ist verboten. App-Blocker ist verboten. Das macht man auf YouTube nicht. Auch wenn es bei mir nichts nützt. Gibt eh keine Werbung bei mir für Videos. Und wenn doch, dann nicht von mir. App-Blocker ist eine ganz böse Sache. App-Blocker. Na komm. Kannst du so oft du willst abblocken. Das würde nichts bringen. Irgendwann werde ich dich angreifen können. Und dann bist du tot. Na komm. Nitro-Ladung. Zack. Ja gut, dann bist du tot. Das sieht normalerweise ein bisschen anders aus, aber gut. Modifest ist tot. Der wurde besiegt. Rufus. Dann vermeint dir weiter. Na komm, Rufus, du schaffst das. Volle Power. Wär's mit einem Eschern. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob hier überhaupt Feuerattacken irgendwas bringen, aber jetzt sollten wir lieber Gesteinsattacken ausprobieren. So, Felswurf. Next Strike. Na komm, hält's durch. Oh, es hält sehr gut durch. Felswurf. Das hat ja fast ja auch nichts gebracht. Das ist ja komplett ineffektiv. Die Kraft ist das auch ineffektiv. Abblocker. Der mit seinem Blockieren. Ist doch scheiße. Und die Kraft geht daneben. Dann weiter mit Vollattacken. Das ist wohl das Effektivste. Ja gut. Das beeindruckt meinen Pokémon gar nicht. Ein Eschern. Versuch's mal. Habe ich noch nicht umgesetzt. Wurde mal abgeblockt. Vielleicht bringt's doch was. Ende schon. Na komm. Lass es wirken. Wegstreik. Okay. Ruf es etwas aus. Okay, ja. Wir sollten vielleicht mal den Beutel nehmen. Mal ein bisschen Beleber. Models, der kann mal wieder kämpfen. Das ist, glaube ich, sein Gebiet. Der hat ja auch eine Kampfattacke. Das könnte bei ihm besser sein. Hypotank. Mordev mal wieder heilen. Sehr gut. Next Strike. Könnte gleich mein Ende sein. Ja, das ist mein Ende. War ein Volltreffer. So, Mordi. Jetzt bist du mal wieder dran. Na komm, das schaffen wir doch. Das ist noch nicht sein letztes Pokémon, wenn ich richtig sehe. Aber das haben wir auch gleich. Doppelkick, na komm. Und zack. Und das springt doch was. Sehr gut. Barrikadax besiegt. Und das zeigt mir dein letztes Pokémon. Neues Level für Mordev. Skunk-Tank, das kommt mir auch bekannt vor, dieser Name. Bei mir gibt's keine Zugaben, keine Songs, keine Attacken und auch keine Pokémon. Was? Skunk-Tank. Na komm. Team Galactic meldet sich zu Wort. Tiefschlag und Toxin. Verstehe. Freut er sich also. Na Doppelkick, das wird auch was wirken. Nicht? Na, ein bisschen schon. Eine Feuerattacke ist so, glaube ich, am besten. Na komm. Das kriegen wir hin. Los, Modi. Nitro-Ladung. Mach's alle.
Okay, hier sind die Feuerattacken wirklich besser. Toxin. Ja, vergifte mich halt nochmal am Ende. Das bringt dir herzlich wenig. Und so, na komm. Das letzte Pokémon, das kriegen wir auch noch besiegt. Dann haben wir den siebten Arena-Orden in der Tasche. Oha! Das war ordentlich. Feuerball. Attacke. Skunk-Tank besiegt. Und das war es. Damit haben wir gewonnen. So sieht's aus. Einer der Ness wurde besiegt. Der siebte Orden ist unser. Meine Pokémon und ich haben alles gegeben. Lass uns das irgendwann mal wiederholen. Du gewinnst 14.720 Pokémon da. Okay, siegreich aus dem Kampf gegen Ness hervor. Den siebten Arena nicht erfahren. Genau. So sieht's aus. Ich bin froh, dass ich gegen dich antreten durfte. Meine Pokémon scheinen es genauso zu gehen. Hier, das ist der Unnichtohren. Ich spreche den gerade anders, aber gut. Dass ich den nochmal angesprochen habe. Unnichtohren. Das müsste der vorletzte gewesen sein. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 55 fangen. Eine Uniform kriegst du auch noch dazu. Sollte die nur unbedingt in meinen Konzerten verkaufen und nicht Uniform halten. Als nächstes fordert dich bestimmt meine kleine Schwester Mary heraus. Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt. Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach was, deine Taktik war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Tricks von dir abschauen können. Wirklich? Hör mal, Mary, es gibt da etwas, was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als Arena-Leiter von Spikeball gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst, Bruder. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax einzusetzen, hast du als Arena-Leiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruder Herz. Aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort lautet nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Das kann ich nicht auch als... Und dann kann ich nicht auch noch Arena-Leiter sein. Stimmt, da war ja was. Dann lass mich doch mal überprüfen, ob du das Zeug zum Champ hast. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Zwergenfürst. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis bald. Aha, okay, dürfen wir uns erstmal hingehen, bevor wir sie besiegen. Du hast Ness besiegt. Was? Hier hast du eine TM zur Belohnung. Standhauker. Verstaust das Item in der TM-Tasche. Oh, hey, auf Route 9 gibt es einen Notfall. Es scheint so schlimm zu sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Du da, du hast Ness besiegt, stimmt's? Lelion könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Komm, ich bring dich hin zu ihm. Was? How about nope? Ich bin diesen Part an dieser Stelle. Ja, gut, können wir damit vielleicht im nächsten Part weitermachen? Mach mal so, im nächsten Part geht es weiter hier an dieser Stelle, glaube ich zumindest. Ja, vielleicht geht es auch in diesem Part schon weiter. Ich mache auf jeden Fall jetzt eine Aufnahmepause. Bis dann und ciao, Däumchen, Abo, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kabum. Hey, Zwergfürst. Danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesem Lärm schon auf den Grund, keine Sorge. Ich will, dass du und Hope euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren könnt. Euch fehlt nur noch der Ohren von Roy, dem Drachen-Arena-Leiter. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So genug geredet, ich muss jetzt diesem Lärm von eben auf den Grund gehen. Ich, Lelion, der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Kabum! Ja.
Und damit seid gegrüßt am neuen Port. Buck und Schwert mit dem Zwangfürst. Das Kampf von der anderen Seite des Tunnels, das ist mein Stichwort. Ich Champ Time. Ja, und jetzt Zwergi Time. Der geht nochmal zurück, sein Pokémon in Spikeford aufheilen. Im Pokémon Center. Und dann schauen wir mal weiter, wie es hier weitergeht. Ob wir hier noch ein bisschen shoppen gehen in Spikeford oder ob wir gleich hinterher rennen und mal ein bisschen den mysteriösen Geräuschen auf den Grund gehen, dem Abenteuer weiterfolgen. Ja, am Brassbury Bahnhof. Das ist wahrscheinlich das legendäre Pokémon, was am Brassbury Bahnhof wartet. So, hier sind keine Läden. Schade. Dann brechen wir weiter auf Route 9. Richtung Claw City. Ja, so sieht's aus. Spikeford nach Claw City. Route 9, Spikeford. Jo, hier geht's lang. Und weiter voran.